Take 1. Wolltet auch ihr schon mal eine viel zu komplizierte Filmklappe basteln? Dann ist das richtige DIY für euch. Film ab! Also, falls du eine komplizierte und merkwürdig aussehende Filmklappe basteln möchtest, brauchst du ein Stück Holz im Format 30x30 cm. Es sollte 2 cm dick sein. Ein Stück Holz im Format 8x30 cm, das später der Klappenarm wird. Ein Blatt Papier, ein Bleistift, weiße und schwarze Holzmalfarbe, Kreppband, doppelseitiges Klebeband, eine kleine Metallplatte aus dem Baumarkt, 5 Schrauben und 5 Muttern mit Unterlegscheibe oder ähnliches, einen Akkubohrer und eine Säge. Und Action! Wenn es dir nicht jetzt schon zu viel ist, designe ein Blatt mit den Rubriken für die Filmklappe. Dafür gibt es im Internet auch Vorlagen. Das Blatt sollte die Maße 20x28 cm haben, welches du in einem Copyshop laminieren lassen kannst. So kannst du es mit einem abwaschbaren Edding immer wieder neu beschreiben. Nächster Schritt, der Klappenarm. Damit dieser später gut schwingt, säge ich oben links im 45-Grad-Winkel eine Ecke beim großen Holzstück ab und schleife die Kanten. Sägen ist euch schon zu viel? Na, dann wartet mal ab. Jetzt bringe ich nämlich die erste Metallplatte an. Das heißt Löcher vormalen und bohren. Am besten nimmst du dir dafür ein anderes Stück Holz als Bohrunterlage und markierst am Bohrer mit Klebeband, bis wohin du bohren willst. Muss das so? Gib alles. Anschließend bessere ich die Löcher mit Schleifpapier aus, damit die größten Splitter weg sind. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz betonen, dass es Filmklappen im Internet für 4 Euro gibt. Sobald du alle Teile zusammengeschraubt hast und deine Klappe richtig klappt, wird es Zeit für Farbe. Dafür klebe ich mit dem Kreppband eine Linie, sodass beim großen Holzstück etwa 4 cm überstehen. Diese male ich jetzt weiß an. Sobald die Farbe getrocknet ist, klebe ich mit dem Kreppband schräge Linien. Das hat jetzt ein bisschen Pi mal Daumen, ne? So dass sich viele kleine Vs ergeben. V wie Vegas, V wie viel zu kompliziert. Diese male ich jetzt schwarz aus. Auch der Rest des großen Holzstücks wird schwarz angemalt. Wenn die Farbe getrocknet ist, entferne ich das Kreppband und wundere mich, dass es gar nicht so schlecht aussieht. Nicht so ganz scheiße, ne? Mit doppelseitigem Klebeband befestige ich jetzt noch unser laminiertes Papier. Das ist wie ein Autounfall, man kann gar nicht weggucken. Und fertig ist die Filmklappe. Eine Filmklappe, die man nur lieben kann, wenn man sie selbst gebastelt hat. Falls euch das ganze Sägen und Bohren doch ein bisschen zu kompliziert ist, es gibt auch eine Alternative. Geht auch. Danke, nehmbar.